Er ist's. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, ein ferner Hafenton. Frühling, ja, du bist's. Dich hab ich vernommen. Das ist ein Gedicht von Eduard Mörike. Vor fast 200 Jahren hat er es geschrieben. Und weil es einfach so schön heute zur Sonne und zum warmen Wetter passt, habe ich es mal aufgesagt. Hallo! Habt ihr euch auch so über die Sonnenstrahlen gefreut wie ich? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du bist bei Poppy Pop Strickt und heute ist das Thema meines Filmchens Stricken für den Frieden. Ja, ich möchte beginnen, indem ich mich ganz lieb bei meinen Abonnenten bedanke, die mich schauen. Ich bin jetzt noch nicht so ganz weit verbreitet, aber das freut mich sehr. Und ich finde es so schön, hier in diesem Kanal einen Ort gefunden haben, wo ich mein Hobby zeigen kann, teilen kann, darüber reden kann, damit ich meinen Liebsten nicht ständig damit auf den Wecker falle. Ja, und deshalb möchte ich, wie gesagt, hier in diesem Kanal nochmal so ein paar kleine Worte sagen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber der Name meines Podcastes Stricktherapie ist für mich wirklich sinngebend, weil ich empfinde das Stricken wirklich als Therapie. Es beruhigt mich, es entspannt mich. Seit 4 Jahren kann ich mit dem Stricken, indem ich etwas mit den Händen mache, auch mit vielen Unzulänglichkeiten besser umgehen. Unzulänglichkeiten der eigenen Person oder auch Unzulänglichkeiten des Alltags, die auf uns zukommen, Probleme, Konflikte, die man im Alltag auszutragen hat. Ja, ich bin nicht bei Facebook und nicht bei Instagram und Co. Ich war da auch schon nicht, bevor jetzt diese Medien durch die Presse gehen, und sicherlich beschneide ich dadurch meine Verbreitungsmöglichkeit etwas, aber zurzeit habe ich noch aus persönlichen Gründen eine Hemmschwelle, dort in diese Medien einzutreten. Vielleicht ändert sich irgendwann mal meine Meinung. Also nochmals vielen Dank. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht ein paar Tipps für mich habt, was ich besser machen kann, oder welche Kritik ihr habt, ob Bild und Ton bei euch, bei euren Geräten gut ankommen. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt zum Thema des heutigen Clips. Heute geht es nach Wünsdorf. Wünsdorf ist ein Ortsteil von Zossen in der Nähe von Berlin und eigentlich ein sehr militärisch geprägter Ort. Schon 1897 ist dort ein Bahnhof gebaut worden von der kaiserlich-militärischen Truppen, Tralala Hopsasa, weiß ich nicht genau, wie die hießen. Als dann 1906 ist Wünsdorf dann entdeckt worden, dass man da ganz toll Krieg spielen kann. Gab also einen Truppenübungsplatz und es wurde auch eine Infanterieschule eingerichtet. Und es war auch der Sitz des Hauptquartiers der Reichswehr. 1936 unter anderem wurden dort die deutschen Wettkämpfer für die Olympiade ausgebildet. Man vermutet auch in diesem kleinen idyllischen Ort nicht, dass es auch die erste deutsche Moschee dort gab. Also nicht die erste deutsche Moschee, das ist falsch gesagt, sondern die erste Moschee auf deutschem Boden. Ja, 1945 oder dann ab 1943 hat natürlich dann auch die Wehrmacht hier verschiedene Dienststellen hingeschickt, vor allen Dingen, weil die Luftangriffe auf Berlin immer stärker wurden, kriegten natürlich die Alliierten mit, und dann wurde Wünsdorf dementsprechend bombardiert. Und nach 1945
haben dann die Russen, also das Hauptquartier war dort der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, in Wünsdorf, und da ging sogar täglich bis zum Jahre 1994 ein Zug nach Moskau ab. Ja, das ist also ein militärischer Ort. Was hat das mit Stricken zu tun? Ich bin da auf einen ganz interessanten Artikel gestoßen und von Strickaktivistinnen und zog dann also aus, mit meinem Mann einen bestrickten Panzer zu suchen. Ja, wir kamen an und haben geschaut und haben dort ein Haus gefunden mit zwei Friedenstauben. Und in diesem Haus mit den beiden Friedenstauben wohnte die Strickaktivistin, die diese Aktion initiiert hat, vor 4 Jahren. Das ist die Christa Senberg. Und die hat zusammen mit ihrer Kollegin Christa Krömer und auch mit vielen Helferinnen eine Strickaktion gemacht, indem sie also ein Objekt bestrickt haben. Unter dem Motto: Stricken für den Frieden. Okay, wir sind in Wünsdorf und ich habe durch Zufall eine Aktivistin vom Guerilla-Stricken getroffen, die Frau Senberg. Und vielleicht ist die Frau Senberg so lieb und erzählt vielleicht von 1 oder 2 Projekten, die sie schon mal beim Guerilla-Stricken in der Mache hatte. Das Größte, was wir jemals in der Mache hatten, das ist eine Lokomotive, haben wir mal bestrickt. Das war einen ganzen Sommer lang mit 30, 40 Frauen. Also nochmal zur Lokomotive. Wir haben eine Lokomotive bestrickt in Zossen, eine Diesellok. Ist das eine alte Diesel? Rangierlok. Eine alte, ja, Rangierlok. Da, wo die Dresinenbahn ist, die wurde uns dahin gefahren auf die Gleise. Und dann haben wir einen Aufruf gemacht, welche Frauen mitstricken möchten. Haben sich 30 bis 40 Frauen auch aus Berlin gemeldet. Die haben alle mitgestrickt unter dem Thema Stricken für den Frieden, hieß es. Ja. So, die ist jetzt insgesamt schon 4 Jahre bestrickt. Also 2x2. Nach 2 Jahren zerfällt das alles irgendwann und die Farben verschwinden. Jetzt ist er zum zweiten Mal bestrickt und mal sehen, wenn der sich meldet, er möchte sie wieder schick gemacht haben, dann machen wir sie nochmal. Ja, das ist eine tolle Idee. Das war so der größte Aufwand, den wir hatten. Ja. Sie hatten auch nochmal gesagt, wie viel Quadratmeter 50 waren das? 50 Quadratmeter. 50 Quadratmeter. Strickfläche, und die muss man natürlich auch stabil aufstellen, dass der Wind und so das nicht wegreißt, und das ist ein bisschen Arbeit. Und ja, das haben wir uns geteilt. Wir waren für die mechanische Seite der Partner, und die Flächen, ja, die schönen Flächen, das haben die Damen gemacht. Ja, schön. Ja, und erstaunlicherweise hat es auch ziemlich lange gehalten, also so vom Bestand her. Und jetzt ist die Farbe, wie gesagt, abgerutscht und jetzt fängt es so an zu zerfallen. Die Fasern halten den doch nicht durch Wind und Sonne und Regen und so weiter. Aber es war auch immer ein beliebtes Fotoobjekt, weil da die Dresinenbahnhöfe, ja, wenn die da starten, dann war auch so eine kleine Plattform davor, da konnte man sich raufsetzen, und die Kinder haben mit gerne da dran rumgetobt. Und auch so, die Besucher haben gerne einen Start oder ein Zielfoto da gemacht, und das ist also sehr gut angenommen worden. Wird auch von der Stadt gewürdigt worden, dass das für Zossen auch ein, naja, ich will nicht sagen Juwel, aber zumindest eine Attraktion ist. Ja, ja, klar. Ja, und dann haben wir auch mal einen Waldweg. Ja, einen Waldweg, der sehr hässlich aussah, weil der wurde nicht gepflegt. Ja, war so zerfahren, eben Forstwirtschaft. Und sah einfach nur doof aus. Und da haben wir die Bäume bestrickt und haben Sachen an die Bäume rangehängt, kleine Erdbeeren und Früchte und alles Mögliche, das schön aussah. Und alles so, dass eben, dass man es wieder abmachen konnte. Also kein Baum beschädigt. Und dann haben wir auch so eine Art Literaturvater draus gemacht, also ein Gedicht über den Wald. Die wurden in einen kleinen Rahmen gemacht und auch aufgehängt, aber nur mit Strippe, dass man es wieder abmachen kann und so weiter. Schön. Ist auch gut angenommen worden von den Leuten. Und uns war wichtig, immer wieder so Friedensbotschaften zwischendurch. Ja? Also kleine Friedenstauben und ach Leute, macht doch mehr Frieden auf der Welt und so.
Ja, bis dann irgendwann das Forstamt kam und meinte, das wäre eine Waldverschmutzung. Ach. Das wäre ganz böse und sie wissen auch gar nicht, wer das gemacht hat, weil ich hinterlasse meine Namen auch nicht. Ja? Ich mache das einfach, ne? Ja. Und wenn die Leute selber drauf kommen, ist gut und wenn nicht, dann lassen sie es bleiben. Mhm. Mhm. So, und sie weiß gar nicht, wer das gemacht hat und sowas. Dann habe ich natürlich erstmal gar nichts gesagt. Mhm. Und dann sind die gekommen und haben alles abgemacht. Mit der Freiwilligen Feuerwehr, mit Kindern wurde alles runtergerissen, weil das wäre Waldverschmutzung. Sowas kann einem auch passieren, aber muss man mit leben. Genau. Nicht? Sie haben die Botschaft nicht verstanden. Sie haben auch nicht verstanden, dass Sie eigentlich dem Wald etwas Gutes damit tun. Ja. Dass Menschen wieder kommen und schauen, so den Wald genießen. So eine Botschaft drin, da war dann so ein Haufen Dreck am Rand, was die Leute so hingeschmissen haben. Das haben wir dann eingesammelt und haben gesagt, hier passt die Waldfee auf und wer hier wieder was hinwirft, der wird in einen Mistkäfer verwandelt. Ja. Aber dann auch das war dann weg, das war dann zu viel irgendwie. Ja, aber zu viel Drohung das weiß dabei. Auch jeder, der öffentlich irgendwas bestrickt, in dem das bleibt. Geht wird, hin und nicht. Her. Ja. Da macht man eben was Neues. Ja. Mhm. Genau, vielleicht werde ich auch mal versuchen, unter die Guerilla-Strickerin zu gehen. Ich habe da schon ein, zwei Ideen, aber davon erst später. Ja, ganz lieben Dank für das Interview, dass wir ganz kurz gerne kommen konnten. Ja. Und wir machen jetzt noch ein paar Fotos. Ja. Ja, ihr habt das Gespräch mit der Frau Senberg gesehen. Es ist ein ganz idyllisches Häuschen, ganz verwinkelt, ganz märchenhaft. Und da kommt man eigentlich nicht auf die Idee, in dem militärischen Umfeld das so zu vermuten. Ja, Überzeugung oder die Überzeugung, dass eine Handarbeit ein Friedensdienst ist, finde ich sehr schön, denn wer strickt, hat keine Hand frei zum Schießen. Und der Strickmantel für die Lok, von dem die Frau Senberg gesprochen hat, das ist eine ganz klasse Aktion und da haben wir uns natürlich auf den Weg gemacht, auch diese Lok einmal ausfindig zu machen. Das ist auf einem alten Rangierbahnhof, der jetzt benutzt wird, um über die alten Militärgleise mit Draisinen zu fahren. Also es ist eine richtige Touristenattraktion und unter anderem die bestrickte Lok auch. Ja, bevor wir die Bilder von der bestrickten Lok sehen, will ich noch ganz kurz etwas sagen zu diesem Guerilla-Stricken. Da gibt es die unterschiedlichsten Begriffe für. Unter anderem sagt man auch Urban Knitting oder Radical Stitching oder gestricktes Graffito. Aber es ist eigentlich alles so eine unter dem Oberbegriff Street Art zuzuordnen. Also die Idee, die dahinter steckt, dass Gegenstände im öffentlichen Raum durch das Stricken sich verändern. Diese Idee hatte übrigens auch schon Christo mit dem Reichstag, der ihn verhüllt hat, hat auch also etwas verändert. Gut, ich habe in einem anderen Videoclip schon mal die Bäume gezeigt, die waren auch bestrickt. Und jetzt kommen wir also zur Lok. Thank you.
das nicht toll mit der Lok? Und wir hatten wirklich große Mühe gehabt, überhaupt die Lok frei fotografieren oder filmen zu können, weil sie laufend beklettert und bestiegen wurde von den Kindern. Und es wurden Fotos gemacht und es war natürlich auch strahlender Sonnenschein, also sehr schön. Dabei ist mir eine Idee gekommen und die Idee hat hiermit zu tun. Oder hier eine dicke, fette Häkelnadel. Und mit dieser Häkelnadel habe ich schon die unterschiedlichsten Grannies gestrickt. Und zwar diese Grundversion, zum Beispiel diese. Habe ich schon. Und damit ich jetzt nicht alle 28 oder 39, die ich schon habe, können wir noch mal ein Foto mit einblenden. Und meine Idee ist, dass ich auch mir im öffentlichen Raum einen Gegenstand suche, den ich bestricken möchte. Und ich hoffe, ich kann in den nächsten Folgen davon berichten. Und vielleicht finde ich auch noch ein paar Helfer unter meinen Freunden. Im Thüringer Ländle zum Beispiel. Muss ich mal gucken. Den könnte ich ja vorher beibringen, wie man ein Granny Square häkelt, also die Grundform. Aber vielleicht wissen sie es auch schon längst. Das ist meine Idee. Und jetzt, am Ende des Clips, komme ich doch endlich, ja, es ist soweit, komme ich zu den eigenen Projekten, die ich letzte Mal schon gezeigt hatte. Da haben wir den Polunder, der ein bisschen vorangegangen ist, mit dem ich aber irgendwie immer noch so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil ich nicht ganz der... Nicht so viel Vertrauen habe in die Weite. Muss ich erst mal gucken, ob ich es mal hoch zeige. Sehe ich es natürlich nicht. Hier. Da sieht man jetzt gar nichts außer. Ja, okay, so. Ist jetzt zusammen. Ich habe schon begonnen, die eine Seite, glaube ich, abzuketten. Nein, das ist gar nicht abgekettet. Das ist ja toll. Das ist einfach, da habe ich einfach Maschen verloren. Dann muss ich natürlich hier noch ein bisschen was machen. Ja, also das ist natürlich auch jetzt sehr warm auf dem Schoß, aber die Wolle ist ganz kuschelig weich. Das ist Baumwolle, also über 60% Baumwolle und das andere ist die Schäfchenwolle. Von der Wolke Hegenbart, hatte ich schon mal vorgestellt. Dann sind zwei Sockenpaare von mir fertig geworden. Ein Paar hatte ich schon mal gezeigt. Ich finde jetzt nur mal interessant, dieses Paar hatte ich schon mal gezeigt. Ich finde nur interessant, wenn man eine andere Nadelstärke nimmt und ein anderes Muster. Ansonsten alles gleich lässt, wie die Socke wird. Hier zum Beispiel. Moment, ich muss hier hingehen. Da. Okay, und im Vergleich die. Die sieht ganz schmal und schlank aus. Das ist mit diesem wunderschönen Muster. Ich habe hier sogar eine verstärkte Spitze. Ja. Okay, und natürlich auch eine verstärkte Ferse. Genau. Das habe ich hier nicht, aber... Gleiche Anzahl, gleiche Wolle, unterschiedliche Breite. Die zwei Sockenpaare für die Kiddies sind fertig. Den einen hatte ich schon. Das waren diese kleinen von Red Heart. Und diese dazu. Und gestern war ich wieder bei einem kleinen Stricktreffen. Da habe ich an ein paar Sockenwolle weiter gestrickt. Das ist ein bisschen Resteverwertung.
Die Wolle ist von Online mit Silk, also Schurwolle und Silk, Seide. Und ein paar Socken habe ich gestern fertig bekommen. Unten, also es ist die gleiche Wolle, aber einmal in Türkis und einmal in verschiedenen Blautönen. Ich habe mir das aber so gedacht, dass das für meine Wanderschuhe ist. Und oben kann das schön rausgucken, deshalb habe ich hier ein Muster. Das ist das Rosenzöpfchen. Dann habe ich noch ein Teil glatt rechts gestrickt, weil ja die Wanderschuhe ein bisschen hochgehen und geschnürt werden. Und unten ist es glatt. Und die Online-Wolle mit Seide, finde ich, die rutscht auch schön. Also die gleitet schön in den Schuh hinein. Eins ist bereits fertig. Und bei dem zweiten bin ich schon so weit. Da habe ich jetzt die Ferse schon fertig. Ich habe diesmal eine Shadow Wrap Ferse gemacht und stricke als Zwischenreihen immer vier Stück. Das ist meine Erfahrung, da komme ich mit meinem Spannen ganz gut hin. Und wenn jemand einen stärkeren Fuß hat, kann er auch sechs Reihen, ich glaube acht Reihen dazwischen ist auch kein Problem. Ja, das fasst sich sehr gut an. So, das waren meine heutigen Projekte. Nochmal meine Idee mit dem Granny Square. Achso, da sind hier so. Achso, hier habe ich noch ein paar Grannys gehäkelt. Die sind in einem anderen Muster. Das ist in dem Corner to Corner. Ja, man habe ich in unterschiedlicher Form. Oder hier nochmal ausprobiert, wenn man Corner to Corner macht. Und dazu vielleicht noch so eine kleine Blüte macht. So. Ja, dann dürft ihr mal gespannt sein, welches Objekt ich im öffentlichen Raum aussuche. Ob ich möglicherweise verhüllt abends im Dunkeln hingehe. Und da, ja, ich stricke es natürlich hier, aber ich werde es dann dort annähen müssen. Und dann muss man damit rechnen, dass möglicherweise diese Verschönerung nicht lange hält, dass jemand das nicht so angenehm findet und vielleicht abschneidet. Ich werde davon berichten. Ja, meine Lieben, das war's für heute. Seid ganz lieb zu euch und tschüss, bis zum nächsten Mal.